Hey, neues Update ist am Start. Yay! Er hat wirklich eine Scheiße geschickt. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Was haben wir denn hier Schönes? Operation Broken Fang has come to an end. Oh no, this is so sad. Es gibt jetzt ein wunderbares 360 Stats Subscription Modell. Für alle, die einfach zu viel Geld und eine leichte Klatsche haben. Macht das nicht. Das ist Quatsch. Fast 1 Euro jeden Monat. Dafür, dass man sich angucken kann, wie kacke man spielt. Ich glaube, es geht los. So, der Premiere-Modus bleibt auch weiterhin am Start. Das ist ziemlich nice. Und die Wargames erhalten den Retake-Modus. Also der bleibt auch sehr schön. Dann gibt es mal wieder eine Kiste. Wer hätte es gedacht? Diese neue Kiste nennt sich Snakebite und enthält unter anderem folgende Skins. Wow, okay, die ist echt nice. Ich dachte kurz, aber nee. Holy shit, Bray. Alter, The Traitor, die ist ja... Damn, girl. Ja, das klingt sehr gut. Mhm. Holy shit. Okay, da sind echt schicke Teile dabei. Die Food Chain ist auch sehr geil. Gretel meinte schon, da sind viele bunte Skins dabei. Wird den meisten, damit meint er mich, gefallen. Oh, eine schwarze AK. Da bin ich gespannt, wie die ankommt. Komplett schwarze, wie auch komplett weiße Skins sind nach wie vor eher rare, oder? Also es gibt davon schon ein paar, aber insgesamt nicht so viele, ne? Lemmy, du musst ab jetzt Revolver spielen. King Lemmy Revolver. Die Skins sind ganz cool. Und was gibt's noch? Wurde da vielleicht was am Anti-Cheat gemacht? Astonishing. That's actually really amazing. I'm seriously baffled. Total krasses Update bis jetzt, ne? So, was ist noch hier? Irgendwas gefixt, bla bla bla, pipapo, Ding. Oh. Security? Ich glaube nicht. Stability wurde auch noch verbessert, alles klar. Wir können jetzt das hier machen, okay. Oh, Maps. Train. Demi, I'm so sorry. Train ist jetzt weg, das ist wirklich sad. Aber wir haben jetzt ja immerhin Ancient in dem Pool. Hallo? Das halte ich von Ancient. Grind und Mocha, Mocha, wurden jetzt dem offiziellen Kram hinzugefügt. Die Map ist echt kräftig. Wir schlappen mal schnell drüber. Zu, schade. Wir gehen über Eilong. Zu. Alles ist zu. Hier kann man rüber. Ach, Gottes Willen, was für ein Sprung. Ich bleib mal hier auf Long. Okay. Ist ja bloß, man kann da irgendwie hoch. Ne, kann man nicht. Schade. Hier drüben ist der City Spawn, nehme ich an. Bäh. Hier haben wir einen kleinen Weg über die Mitte. Hier habe ich eben einen wunderbaren Sprung gemacht. Geht's hier noch durch? Ah ja, da geht's durch. Ja, wiederum auch zu einer speziellen Mitte halt. Die dann auch hoch zu tief führen würde, über uns. Ist dann aber auch nochmal ein Weg, der da verläuft, oder wie ist das? Aha, das ist B lang hier. Wirklich, pretty tight, yes. Ich meine, gut, gegen neue Maps habe ich halt nichts, logischerweise. Also, mir macht das ja nichts aus, wenn neuer Content hinzukommt. Das ist immer gut, wenn die Maps halt auch mal eine Weile drin bleiben würden, ne? Und nicht jedes Mal dann, ach, wir müssen irgendwas überarbeiten, die schmeißen wir jetzt mal raus. Ich meine, klar, wenn die Maps kacke waren, dann sollen wir uns überarbeiten. Hier ist übrigens der Underground, hier bin ich vorhin drüber geschlappt, okay. Hier kommt man dann zu City Spawn mit den Double Doors auf Mitte und das war's auch schon. Also die Map scheint extrem einfach zu sein, was ja nicht schlimm ist. B hat halt einmal diesen Zugang, diesen direkten und dann halt nochmal diesen über die Mitte, die von den Cities ja praktisch fast gleich bespielt werden kann. Aber beides hier nochmal in einem kleinen Raum ist, okay, das ist eine sweete Sache. Wenn man es hier reinschafft, dann kann man zumindest hier so in Pommes stehen, oder wie wir das dann nennen werden, und da rumballern. Ja, ein Mochaccino bitte. Oh, schöne Map, sehr gewaltig. Wir gehen wieder überall lang. Der sieht schon mal etwas verkanteter aus hier. Das ist ein... Da kann man wohl auch rumspringen. Da kann man hier... Ah, da kommt man von der Mitte hin oder was. Von dem Langteil hier. Okay, ja, gut. Wir gehen weiter über lang. Da würde es zu B gehen. Ich will aber auf A. Hier rein? Nee. Ja, dann doch insgesamt eher einfach. Wobei wir hier so ein Zwischenstück haben. Was aber auch nicht allzu besonders ist. Das ist eher ein kleines Detail. Da kann man auch hochspringen. Hier ist dann A.
Schöne Zeit, ja, ja. Auch gut. Das ist hier drüben, da geht's dann Richtung Mitte. Jo, da kann man bei Mitte durchschlappen. Hier sind wir wiederum auf der Mitte. Und die führt hier unten durch und dann wieder zum T-Spawn. Da ist der T-Spawn, läuft. Ich will ganz kurz mal... Hier. Ah ja, okay, also habe ich ja vorhin schon gesagt, ist hier ein Abzweig rüber zu B. Ja, da ist man über der Mitte. Man kann hier wahrscheinlich durchballern, nehme ich an. Kann aber nichts öffnen. Hier im Waschhaus. Bisschen Austria-Feeling hier mit dem Fenster irgendwie. Und dann geht es hier aber auch direkt auf B drauf, also hier rechts. Und hier ist halt B lang irgendwie voll fett vom T-Spawn aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier großartig Fights stattfinden werden. So ein bisschen wie bei Das 2 oben bei T4-Dingens. Wisst ihr schon? Verkatas halt. Ja, und das B. Wenn man B eingenommen hat, kann man sich dann hier oben irgendwie... Obwohl, die Cities kommen ja von da. Die müssen ja dann... Ach, hier ist der City-Spawn schon. Der ist natürlich sehr nah. Die sind dann da oben zuerst. Alles klar, ja. Macht auch Sinn. Also die spawnen hier fast schon auf B drauf praktisch. Die müssen eigentlich nur hier durchgehen. Da sind sie schon drauf auf B. Hier kann man auch nochmal was machen. Ja. Hier könnte man dann da oben reinjumpen. Beziehungsweise auf die Mitte und dann auch zu A. Wobei dann auch hier langsam die Tees rankommen, ne? Wenn man auf... Ja, okay, es ist, ist ganz interessant. Ich mache hier wieder zu, dass es nicht zieht. So, wie gesagt, hier ist der T-Spawn. Da könnte man direkt auf Mitte gehen oder halt über, dann in dem Fall A lang oder was es ist. Obwohl ich zu dem anderen Teil da hinten ja schon lang gesagt habe. Ist man halt hier wieder auf A. Ja, interessant ist, dass man hier ohne Boost nicht hoch... Ah, doch. Ja, hier kommt man hoch an der Stelle, alles klar. Hier vorne aber nicht. Ah, komm mal auf den Mülleimer. Bei diesen Kack-Warm-Up-Maps, er ist sogar ein Pfeil. Bei diesen Kack-Warm-Up-Maps kommt man nicht drauf auf die Mülleimer. Bisschen verwinkelter als die andere. Die andere war im Gegensatz zu der hier extrem abgespeckt. Und wisst ihr was? Es wurden noch weitere Maps hinzugefügt. Ja. Gut, willkommen hier am T-Spawn. Ich schlapp mal. Ich schlapp mal hier über. Weiß auch nicht. A lang, mal wieder. Auf A. Oh, hier, das ist. Oh, das ist aber vernudelt hier. Oh ja, guck mal, das liegt ziemlich unterhalb. Man ballert also als T hier oben rum. Kann hier oben noch über diese Terrasse oder was es halt ist, schlappen. Hier ist auch A-Lang, ist alles A-Lang, die ganze Map ist eigentlich A-Lang. Wir haben hier drüben noch einen. Haben wir noch einen Sondereingang zu A? Ne, haben wir nicht. Man kann hier drauf, kein Plan, was das dann bringen soll, wenn man hier steht. Man kommt hier auch hoch, man muss nicht über diesen Gang da außen gehen, dann ist dann somit auf A drauf, direkt A ist da unterhalb. Wir gucken mal ganz kurz, wie die Cities starten, also die kommen von hier und haben nur den Gang von hier oben, die haben ja keinen versteckten Gang. Aber hier geht es für sie direkt runter und dann haben sie hier nochmal, ja, A halt, ne. Guck mal da hinten, das ist ja... Kasakusan kann da hin, wahrscheinlich nicht, oder? Man kommt da unten hoch. Nehme ich an, ne, hier. Hinter dem, jo, da kommt man hoch. Ah, das habe ich vorher nicht gecovert, ne. Dass man hier auch direkt auf A gehen kann oder hier hochgehen kann. Und halt dann von hier mitballert. Wobei man dann voll bei T halt mittendrin steht. Ich will kurz gucken, was das hier drüben für... Ah, alles klar. Okay, gut, chillig. Ja, die Map ist... Also bietet doch einige Plätzchen, um richtig abzufacken. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal so ein kleiner Punkt, auf dem man dann sitzen kann. Komplett offen, wie ein Wahnsinniger. Hier ist auch nochmal was. Wenn ich nicht so dick wäre, wäre ich direkt drauf gekommen. Hä? Sprich nicht fürs Spiel. Willkommen auf Pitstop. Das hier sieht aus wie einfach nur eine Nudel, die Map. Und zwar geht es nämlich... Ah, okay, nicht ganz. Also man hat hier volle Sicht einmal rüber. Man kommt hier über links direkt auf A. Hier ist man auf A, da kann man gemütlich liegen hier drin in dem Bereich. Man kann sich hier hinten verstecken wie so ein Ganove. Und dann geht es hier schon rüber zu City. Wir schauen uns gleich noch den mittleren Bereich an. Hier, die Tür geht doch bestimmt auch nicht auf. Sehr schön, sehr schön. Rigoros durchgezogen. Hier ist dieser lange Bereich. Outside oder wie auch immer. Und das hier, guck mal, man kann hier noch hoch. Oh, Leute, Secret, ich habe ein Secret gefunden. Drücken jetzt nicht weiter, ne? Nee,
Ja gut, hier kommt man dann zu T, ja. Hier kommt man dann wiederum bei T hoch. Also man hat einmal outside den langen Gang, über den man sich außen beballern kann, und einmal inside den Gang, wo man sich beballern kann. Und von hier oben kann man dann eben auch auf A runterspringen. Sweet. Also gibt es noch hier dieses Schnüffelstück, das mittlere Stück. Da ist gar nichts. Also es ist nur nochmal so ein Teil. Das war's. Ja, ist auch eine ganz nette Map. Also ich denke, die würde mir, glaube ich, am meisten Spaß machen im Wingman. Gerade weil man ja viel auch auf eine gewisse Range ballern kann und sich eben nicht so hart überall verstecken kann. Ich mag das nicht, wenn man in ein Stück reinkommt und da sind 5 Türen und 8 Fenster und hinter jedem Fensterchen oder in jeder Tür könnte jemand hocken, das ist nicht so meins. Tja, und des Weiteren gibt es eben noch Update-News zu Ancient, Nuke und Frostbite-Änderungen auf den Maps, die mir vollkommen egal. Obwohl, Nuke, fix the Clipping-Issue. Mhm. Das Update war jetzt nicht so überzeugend, aber dafür sind es meine Kanalmitglieder und Patreons. Vielen, vielen Dank, dass ihr an meiner Seite seid. Natürlich auch ein großes Dankeschön an alle anderen. Kuss geht raus. Muah, later.